So, hier ist Naruto 1986. Im letzten Mal haben wir Obito Uchiha besiegt. Obito, is it really der Kampf you? Wird härter. If you survived, then why didn't you? My survival doesn't matter now. But if you truly want a reason, it's probably because you let Rin die. I'm... This should be fun. Obito. Who the hell is this? Madara Uchiha! You're rather late. This is the first exercise I've had in a while. It took some time to get used to it again. But that's all over now. But I thought you were fighting with that grandma's team! Didn't you hear me? I said it was over. Impossible. Damn it! Here. This is yours. No dead guy's gonna boss me around! I'll capture the 8 tails and the 9 tails. You deal with the other two. Wir sind jetzt in Part 5 und kämpfen mit Naruto gegen Madara Uchiha mit Killaby als Hilfscharakter. Und jetzt habe ich ihn mit dem Rasengan angegriffen und jetzt schlage ich ein bisschen auf ihn ein und werde ihn besiegen, dass er dann nochmal keine Chance hat. Aber ich habe ihn nicht erwischt, aber Killaby hat ihn erwischt. Da ist mein ultimatives Jutsu daneben gegangen, aber nicht schlimm. Dafür habe ich ihn jetzt wieder mit meinem Rasengan erwischt. Jetzt werde ich erstmal blocken und werde ihn jetzt so mit meinem neuen Bijou-Jutsu aufheben. Jetzt habe ich mit meinem ultimativen Jutsu erwischt und Madara hat fast kein Leben mehr. Also ist er jetzt in gleich ein paar Minuten erledigt. Mit dem Rasengan. Bijou, also mit dem Bijou-Bomb-Rasengan, wird er gesagt. Wow, noch nicht ganz. Wow, Hilfe. Meine Fresse, Alter, was war das jetzt wieder? Hoho. So. Madara ist ein guter Kämpfer, aber er muckt halt noch ein bisschen auf und jetzt übertreibt er ein bisschen. Boah. Madara ist stark, aber er übertreibt jetzt ein bisschen. Das ist kaum zu glauben. Wie stark der ist mit seinem, ja klar, mit seinem Susanoo, er ist ja halt ein Uchiha. Aber egal, das packen wir schon und ja. Ich krieg den schon klein. Alter. Meine Güte, ist der stark. Aber das habe ich mir ja nichts anderes erwartet von so einem starken Gegner. Oh oh. Hat wahrscheinlich nicht viel gebracht gerade eben. Jetzt ist er erledigt. Gewonnen. So. Das war Kampf Nummer 1. Jetzt kommt die Katze, jetzt ist wieder still. You are just another Jinchuriki. Come on, Kakashi. Pick up the pace. Why would you team up with someone like Madara? Why don't you just shut up? You're nothing but talk. Is this all about Rin?
I know. I failed to keep my promise to you. You're right. I am trash. But you're a hero of the Hidden Leaf. You don't need to sink to the same level. This is reality. Whatever side you're on, every ninja who survives ends up as trash. You and I are perfect examples of that. No one can escape the cycle that the garbage in this world produces. So I'm going to rebuild it. No. Naruto! A shadow clone? You guys are so annoying, I can't even put it into words. So, I'm gonna teach you something instead. I am not garbage! And I'm never gonna be garbage! I won't let it happen. I won't let you kill any of my friends! I'm not gonna let anyone kill a friend of mine. Sorry, Naruto. I'm the one who taught you that. What Obito taught me. But... I was about to lose it again. Obito, the ideals you carried are still here. Right next to me. All I need to do now is protect Naruto. Come on, Guy. Naruto, we'll defeat Obito. For the sake of the future. Right! Yeah! So, jetzt kämpfen wir mit Guy, Kakashi und Naruto. Und da kann ruhig noch ein stärkerer Kampf kommen. Wir werden den, egal wie stark er ist, wir werden trotzdem den Gegner besiegen. Da kann kommen, was möchte von mir aus. Aber ich werde alle trotzdem schaffen. Wow! Aber Obito ist wirklich stärker geworden. Aber wie der immer ausweicht und alles, das ist Hammer. Aber ich habe ihn erwischt. Finde ich gut. Und ja. Ist einfach. Ich finde, dass dieses Spiel einfach ein bisschen auf eine leichte Stufe gesetzt wurde, als ob sie sich keine Mühe gegeben hätten bei Ubisoft. Aber pff, ich finde es gut, wenn es ein bisschen schwerer werden würde beim nächsten Mal. Aber es ist wirklich Hammer. Kann man das nicht sagen. Aber das Spiel an sich selber ist gut. Und andere Leute, wo das jetzt, oder andere Let's Player, wo das jetzt Let's Playen oder spielen, würde ich gerne mal wissen, ob das wirklich so wie das für die jetzt eigentlich im Prinzip ist. Ob die das wirklich ein bisschen leichter finden als Schwierigkeitsgrad oder ob die das wirklich gut finden, also ein bisschen leichter halt sozusagen, um da weiterzukommen. Oder ob die das ein bisschen, ja, ob es für die ein bisschen leichter ist oder viel schwerer. Ob die das genau richtig ist für die, wie es sein soll. Aber darum geht's ja in dem Spiel, das war ja die Gegner besiegen und sie alle auch, ja, mit verschiedenen Jutsus besiegen und dann halt weiterkommen. Was ja die Sache daran ist in dem Spiel, aber was ich gut finde. Wow. Das war auch ein gutes Jutsu. Aber schade, dass es schon vorbei ist. Jetzt kommen wieder neue Cutscenes und jetzt bin ich wieder still. Okay. Time to chase him down. On it. What the? Let's blow him to hell before he can recover. Yeah. Fire. Yeah. Is that it? Yes. That's it. For this world. Whoa! What?
Tell me. It's here. The Ten Tails. Der Kampf wird härter. Ende. Aber ich muss mich jetzt entschuldigen. Das ist nicht der Part 5, sondern es ist Part 7 schon. Besser gesagt. Und wenn euch der Part jetzt auch gefallen hat, hinterlasst mir einfach Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und tut meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich sehr drauf freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und das war's jetzt. Also bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen. Also tschüss.